Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Stunde. Mein Name ist Melina und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist an diesem schönen Mittwochnachmittag. Falls du noch nie in einer meiner Stunden warst, dann freue ich mich doppelt, dass du heute hier bist. Mein Name ist Melina Ophelia auf Instagram. Falls du nach der Stunde irgendwelche Fragen hast oder irgendwelche Anregungen an mich, ja, oder generelles Feedback, dann freue ich mich immer sehr, von dir zu hören. Genau, in der heutigen Stunde werden wir uns einer etwas dynamischeren Vinyasa-Praxis widmen. Das Thema dieser Stunde ist Vergebung. Und ja, der Grund, warum wir ganz oft nicht vergeben können, ist, weil unser Kopf über unserem Herzen ist und wir alles so rational entscheiden möchten. Und damit unser Herz mal über unserem Kopf steht, werden wir uns heute einigen Inversions, also Umkehrhaltungen, widmen. Ja, ich würde sagen, probier es einfach aus. Ich gebe immer Optionen, falls etwas irgendwann mal zu anstrengend für dich ist oder du das Gefühl hast, es fühlt sich einfach nicht gut an deinem Körper, dann lass es bitte sein. Dein Körper ist deine beste Lehrerin oder dein bester Lehrer. Du kannst dich immer ausruhen in der Child's Pose, du kannst was extra machen. In meiner Stunde gibt es keine strengen Regeln. Alles, was sich in deinem Körper gut anfühlt, kannst du gerne tun. Genau. Ansonsten brauchst du eigentlich keine Hilfsmittel. Falls du eine Decke hast, dann würde ich sagen, schnapp dir die auf jeden Fall, damit du einen extra schönen Shavasana hast. Falls du gerne mit einem Block praktizierst, dann kannst du den jetzt auch gerne holen. Ich habe jetzt keinen hier, aber Hilfsmittel sind unsere Freunde. Also schnapp dir gerne einen Block, wenn du das möchtest. Dann beginnen wir heute im Sitzen, entweder im Schneidersitz oder im Fersensitz. Achte darauf, dass dein Rücken gerade ist. Du kannst gerne mal die Schultern nach oben ziehen und wieder nach unten kreisen lassen. Atme ein und zieh die Schulter nach oben. Atme aus, mach dich ganz lang, zieh sie nach unten. Bleib hier bei deinem Atemrhythmus. Und dann richte dich ganz gerade auf. Die Krone deines Kopfes strebt Richtung Decke. Deine Hände können gerne in deinem Schoß ruhen oder du findest sie vor deinem Herzen zusammen. Nimm hier einen tiefen Atemzug ein über die Nase. Atme aus durch den Mund. Sehr gut. Ein über die Nase. Und atme aus über den Mund. Noch einmal so einatmen über die Nase. Und atme aus durch deinen Mund. Dann kehr zurück zu deinem natürlichen Atem. Spür, wie der Atem durch dich hineinfließt und wie du ihn sanft wieder gehen lässt. Falls Gedanken aufkommen, dann guck sie dir kurz an und dann komm zurück zu deinem Atem. Egal, wie lang die To-Do-Liste heute noch ist oder was du heute schon erlebt hast, versuch deine Gedanken auf die jetzige Praxis zu richten und schenk dir diese Zeit für dich selbst. Nimm noch einen tiefen Atemzug hier und setz deine Intention für die heutige Praxis.
falls es etwas oder jemanden gibt, dem du gerne vergeben möchtest, kannst du jetzt gerne an diese Sache oder an diese Person denken. Und manchmal fühlt es sich am befreiendsten an, denen zu vergeben, von denen wir denken, dass wir ihnen niemals vergeben könnten. Und dann öffne langsam deine Augen, streck deine Arme aus nach vorne und fang an, mit deinen Handgelenken zu kreisen. Kreis sie einmal nach außen. Lass all das los, was dir heute nicht mehr dient, was du nicht mehr brauchst, was du loslassen möchtest. Und dann kreist deine Handgelenke nach innen. Der Rücken bleibt lang und gerade für all das, was du in dein Leben haben möchtest. Sehr gut. Nimm beide Hände an die Schultern und dann mach große Kreise mit deinen Ellbogen nach innen. Vielleicht berühren sich die Ellbogen vor deiner Nase. Einatmen, nimm sie nach oben. Und ausatmen, schließ den Kreis. Aktiviere hier deinen unteren Bauchnabel, zieh den leicht zu dir heran. Öffne deine Schultern. Und dann ändere die Richtung. Öffne dein Herz. Öffne deine Brust. Bleib hier bei diesem Atemrhythmus. Sehr gut. Lass die Arme los. Nimm sie nach oben. Einatmen. Blick geht zu den Händen. Mit der Ausatmung twiste dich auf die rechte Seite. Der Rücken bleibt lang und gerade. Entspann deine Schultern. Der Blick geht nach hinten. Einatmen, komm zurück zur Mitte und ausatmen, twiste dich auf die linke Seite. Zieh weiter in den unteren Bauchnabel ein. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, lehn dich auf die rechte Seite. Kannst gerne die Handfläche oder den Ellbogen nach unten nehmen. Und dreh dich hier genüsslich auf. Öffne wirklich dein Herz und entspann die Schulter weg von dem Ohr. Einatmen, komm zurück zur Mitte und ausatmen, lehn dich auf die linke Seite, spür hier die Öffnung in deiner rechten Seite, spür die Länge. Und dann komm zurück zur Mitte, schüttel noch einmal deine Handgelenke aus, schüttel alles los, was du gerade loslassen möchtest. Wir wollen immer, dass unsere Handgelenke schön warm sind, denn wir machen ein paar Sun Salutes. Und da wollen wir uns nicht verletzen, also Aufwärmen ist immer ganz wichtig. Komm auf alle vier, deine Handgelenke sind direkt unter der Schulter, die Knie sind hüftweit auseinander. Einatmen, mach den Rücken lang, komm in ein geführtes Hohlkreuz, guck nach oben. Ausatmen, der Blick geht zum Bauchnabel, mach den Rücken rund. Press dich von deiner Matte weg. Einatmen, genüsslicher langer Rücken, Blick geht nach oben. Ausatmen, der Blick geht zu den Zehen. Einatmen, komm in ein geführtes Hohlkreuz. Und dann bleib hier bei diesem Atemrhythmus. Lass deinen Körper dein Wegweiser sein. Dann kommen vielleicht in eine freiere Bewegung. Ich nenne das gerne Wildcat in Kauf, falls du nicht weißt, was das ist. Ich war am Anfang auch.
Bewegt deinen Körper einfach mit dem Atem in jede kleine Richtung, die sich gerade gut anfühlt. Du kannst weiter nach vorne kommen oder nach hinten. Schließ gern deine Augen und überdenk das Ganze nicht zu sehr, sondern fühl einfach da rein, wo dein Körper gerade etwas mehr Aufmerksamkeit braucht. Sehr gut. Komm zurück zur Mitte und lauf langsam die Arme nach vorne und nach außen. Schieb dein Gesäß Richtung Decke. Ganz gern auf deine Stirn kommen oder auf dein Kinn. Anahatasana, Puppy Pose. Atme hier tief und vollständig in deine Herzregion. Dann schieb dich langsam zurück auf dein Gesäß. Richte dich auf, komm in ein geführtes Hohlkreuz. Einatmen, Blick geht zur Decke. Ausatmen, kreis den Nacken einmal nach rechts und rüber nach links und wieder nach rechts und langsam wieder nach links. Spür hier jeden Wirbel in deiner Halswirbelsäule. Sehr gut. Und dann komm zurück zur Mitte. Stell die Zehen auf und presst die Knie von der Matte weg. Nur ein paar Zentimeter. Der Bizeps zeigt nach vorne. Finde hier deine Mitte. Finde deine Rundung im unteren Rücken. Bleib hier. Noch ein tiefer Atemzug. Und dann setz langsam die Knie ab. Nimm die Zehen wieder auseinander, also nicht aufsetzen. Ich unterrichte normalerweise auf Englisch, falls mein Deutsch manchmal etwas anders ist. Ja, du weißt warum. Genau, die Zehen sind lang. Und dann stülp wieder die Zehen auf, nimm die Knie weg von der Matte, presst dich weg. Nur ein paar Zentimeter, halte die Spannung in deinem Bauch. Dann setz langsam wieder ab. Stülp die Zehen um, nimm deine Knie nach oben, tiefer Atemzug hier. Schultern und Bizeps zeigen nach vorne. Und dann lass die Knie gebeugt, lauf langsam zurück in deinen ersten herabschauenden Hund. Dein Rücken ist ganz lang, der Kopf ist schwer. Zieh die Schultern weg von den Ohren, schieb deinen Bizeps in Richtung Vorderseite der Matte. Und lauf gern eine Ferse hinab und die andere. Walk the dog, nenne ich das gerne. Und wir aktivieren hier die Rückseite der Beine. Mit der nächsten Einatmung nimm das rechte Bein nach oben. Ausatmen, beug das Knie, öffne die Hüfte. Mach hier zwei, drei große Kreise mit dem rechten Knie. Mobilisiere deine Hüfte. Komm zurück zur Mitte. Einatmen, dreibeiniger Hund. Ausatmen, setz das rechte Bein ab. Einatmen, lass das linke Bein steigen. Ausatmen, öffne die Hüfte, beug das Knie. Dann mach ein paar große Kreise mit dem linken Knie. Sehr gut. Einatmen, komm zurück zur Mitte, mach dich ganz lang im dreibeinigen Hund. Ausatmen, setz das linke Bein ab. Beug langsam die Knie, guck nach vorne. Und dann komm mit kleinen Tippelschritten nach vorne zum Anfang der Matte.
Füße sind hüftbreit auseinander. Du kannst gerne eine Beugung in den Beinen lassen. Dann greif deine Ellbogen. Schaukel einmal von rechts nach links. Schüttel einmal den Kopf aus. Sag ein paar Mal ja, ein paar Mal nein. Lass alle Spannung los. Dann lass einmal die Arme los. Mach einen großen Schritt nach außen. Deine Füße sind jetzt breiter als hüftbreit aufgestellt. Beug einmal das rechte Bein, streck das linke durch. Verlage dein Gewicht von rechts nach links. Wir wärmen hier ein bisschen die Hüfte auf. Beugen und strecken die Beine. Der Kopf ist weiterhin ganz lang und schwer. Achte hier auf deinen Atem. Dann lauf langsam zurück zur Mitte. Die Füße sind hüftbreit auseinander. Und roll dich langsam, langsam auf, Wirbel für Wirbel. Komm zum Stehen. Und ein paar Mal die Schultern zurück. Mach dich ganz lang. Sehr gut. Komm an den Anfang der Matte, Tadasana, Berghaltung. Die Füße sind hüftbreit aufgestellt, die Zehen sind gespreizt. Zieh deine Oberschenkel heran. Guck, dass du kein Hohlkreuz hast. Zieh die Schulter nach oben und zurück. Öffne dein Herz. Der ganze Körper ist hier ganz, ganz stark. Spür die Erdung in deiner Matte. Dann nimm die Arme nach oben einatmen. Urdhva Hastasana. Mit der Ausatmung beug dich tief. Uttanasana. Einatmen, mach den Rücken lang. Urdhva Uttanasana. Dann halte den Atem, lauf zurück in deine Planke. Ausatmen, setz ab, Knie, Brust und Kinn. Dann schieb dich nach vorne, einatmen, Bhujangasana, Kobra. Und ausatmen, komm zurück in deinen herabschauenden Hund. Atme tief und vollständig. Dann beug die Knie, lauf oder spring zum Anfang der Matte. Einatmen, halbe Vorbeuge und ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, nimm die Arme nach oben. Ausatmen, Hände zum Herz. Einatmen, Urdhva Hastasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Urdhva Uttanasana. Halt den Atem und lauf in deine Planke. Ausatmen, Chaturanga, setz dich herab. Und einatmen, heraufschauender Hund, lass dir hier Zeit. Und ausatmen, herabschauender Hund. Der Rücken ist lang, die Schultern ziehen weg von den Ohren. Atme tief und vollständig. Beug die Knie, komm auf deine Zehen, lauf oder spring zum Anfang der Matte. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, nimm die Arme nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz. Beug die Knie, nimm die Arme nach oben. Einatmen, Utkatasana. Ausatmen, ganze Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, lauf oder spring durch dein Vinyasa. Falls du springen möchtest, bitte lande mit gebeugten Ellbogen. Dann komm nach oben, einatmen, heraufschauender Hund, ausatmen, herabschauender Hund.
Rechtes Bein kommt zwischen deine Hände. Einatmen. Krieger 1. Setz die linke Ferse ab. Und ausatmen. Gleite durch dein Vinyasa. Das kann Knie, Brust, Kinn oder Chaturanga sein. Einatmen. Heraufschauender Hund oder Kobra. Ausatmen. Herabschauender Hund. Linkes Bein nach vorne. Setz die rechte Ferse ab. Einatmen. Krieger 1. Ausatmen durch dein Vinyasa. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Vertiefe hier deinen Atem. Guck, ob du den wieder ein bisschen beruhigen kannst. Dann beug die Knie, guck nach vorn. Lauf oder spring zum Anfang der Matte. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, Urdhva. Ah, nee, nee, nee. Moment, Entschuldigung. Einatmen, setz dich tief. Utkatasana. Ausatmen, Tadasana. Vielleicht das jetzt gerade falsch gemacht habe, machen wir das Ganze nochmal. Surya Namaskar, B. Einatmen, Utkatasana. Ausatmen, Uttanasana. Einatmen, Urdhva Uttanasana. Ausatmen, lauf oder spring durch dein Vinyasa. Einatmen, Urdhva Mukha Svanasana. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Rechtes Bein nach vorne. Einatmen, Virabhadrasana 1. Ausatmen, lauf oder spring. Nee, nicht spring. Lauf durch dein Vinyasa. Gleit. Einatmen, heraufschauender Hund oder Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Linkes Bein nach vorne. Einatmen, Virabhadrasana 1. Ausatmen, gleite durch dein Vinyasa. Einatmen, heraufschauender Hund oder Kobra. Ausatmen, komm in deinen herabschauenden Hund. Vertiefe deinen Atem. Die Arme sind stark, der Rücken ist lang. Beug die Knie, schau nach vorne. Einatmen, lauf oder spring zum Anfang der Matte. Halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, setz dich tief, Utkatasana. Und ausatmen, Tadasana. Einatmen, nimm die Arme nach oben. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, lauf oder spring durch dein Vinyasa. Einatmen, heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, dreibeiniger Hund, rechtes Bein geht nach oben. Ausatmen, nimm das Knie nach vorne, setz den rechten Fuß ab. Setz den linken Fuß ab. Einatmen, Virabhadrasana 1. Zieh den unteren Bauchnabel zu dir heran und dann öffne dich genüsslich. Ausatmen. Einatmen. Nimm die Arme nach oben. Ausatmen. Öffne dich. Einatmen. Noch einmal so. Und ausatmen. Beug die Ellbogen. Dann setz beide Hände ab. Nimm den rechten Arm nach oben. Einatmen in deinen Twist. Ausatmen, mach einen großen Kreis mit dem rechten Arm. Einatmen, öffne dich. Ausatmen, schließ den Kreis. Einatmen, öffne dich. Ausatmen, schließ. Und dann komm zurück. Streck das rechte Bein durch, komm auf deine Fingerspitzen, schieb dich mit einem langen Bein zurück
in den dreibeinigen Hund. Einatmen hier und ausatmen, setzt das rechte Bein wieder ab. Einatmen, lasst das linke Bein steigen. Ausatmen, beugt das Knie, großer Schritt nach vorn, setzt den rechten Fuß ab. Einatmen, Krieger 1, die Hüfte ist gerade. Ausatmen, beugt die Ellbogen. Einatmen, nimm die Arme nach oben. Ausatmen, öffne dich. Einatmen, nimm die Arme nochmal nach oben. Und ausatmen, öffne dein Herz. Nimm die Arme nach unten. Dreh den Fuß wieder um und einatmen in deinen Twist auf der linken Seite. Dann mach große Kreise mit dem linken Arm. Öffne dich, nimm den Arm nach oben, einatmen. Mit der Ausatmung schließt du den Kreis wieder. Sehr gut. Nimm beide Hände nach unten, streck das linke Bein durch. Komm auf deine Fingerspitzen. Einatmen. Nimm das linke Bein nach oben. Ausatmen. Setz den linken Fuß ab. Einatmen. Rechtes Bein steigt. Ausatmen. Großer Schritt nach vorne. Setz die linke Ferse ab. Nimm das rechte, nimm die rechte Hand zur Innenseite des rechten Fußes. Und dann fächer dich langsam auf in deinen friedvollen Krieger. Der untere Bauch ist stark, die Hüfte ist offen. Tiefer Atemzug hier. Und dann streck das rechte Bein durch, schieb deinen Oberkörper nach vorne und komm in dein Trikonasana. Der Blick geht nach oben zur linken Hand, wenn es für deinen Nacken kein Problem ist. Sehr gut. Und dann guck nach vorne zum rechten Fuß. Beug das rechte Knie leicht an. Mach einen kleinen Schritt nach vorne. Finde deinen Halbmond auf der rechten Seite. Fächer dich schön auf. Finde Stabilität in deinem Rumpf. Und guck, dass nicht zu viel Gewicht in der rechten Hand ist. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, greif jetzt deinen linken Fuß und öffne dich hier. Sehr gut. Beug langsam das rechte Knie, einen großen Schritt nach hinten und dann öffne dich zur Seite. Beide Zehen zeigen nach außen in einem 45-Grad-Winkel. Einatmen, nimm die Arme nach oben. Ausatmen, setz dich tief in deine Goddess. Nimm beide Hände an die Innenseite der Oberschenkel. Einatmen, mach den Rücken lang. Ausatmen, twiste dich nach links. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, twiste dich nach rechts. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, twist. Und dann bleib bei diesem Flow. Spür den Twist in deiner Wirbelsäule, in deinen Organen. Und dann komm wieder nach oben. Einatmen, mach die Beine lang. Und ausatmen, Hände vors Herz. Nimm beide Füße nun parallel zur Matte. Also die Zehen zeigen wieder nach vorne. Einatmen, nimm die Arme nach oben. Ausatmen, verschränk sie hinter deinem Rücken. Einatmen, zieh die Arme von dir weg. Und mit der Ausatmung beug dich tief. Öffne hier dein Herz. Und guck, ob du weiterhin beide Handflächen zusammenlassen kannst. Dann kannst du gerne die Arme loslassen und dich noch weiter Richtung Matte ziehen. Vielleicht kommt hier dein Kopf auf die Matte. Und theoretisch ist das hier schon unsere erste Umkehrhaltung.
Das Herz ist über dem Kopf. Finde hier deine Balance. Und falls du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, kannst du jetzt gerne in deinen Tripod-Headstand kommen. Mit beiden Händen nach unten. Und selbst wenn du nicht in deinen Kopfstand kommst, dann spiel wenigstens einmal mit der Balance hier. Spür die Kraft deines Körpers. Atme tief und vollständig. Ja, nicht so einfach zu sprechen dabei. Du kannst hier gerne noch ein bisschen rumspielen. Nimm dir hier deine Zeit. Stabilität kommt aus dem Rumpf. Und wenn du wieder unten bist, dann nimm einmal deinen Kopf herab in die Kindshaltung und roll den Nacken hier von rechts nach links. Löse alle Spannung auf. Und dann komm langsam wieder nach oben. Öffne hier deine Beine. Nimm die Hände zur Hüfte. Der Einatmung komm halb nach oben. Mit der Ausatmung komm ganz nach oben. Sehr gut. Komm an den Anfang der Matte in dein Tadasana. Einatmen, lass die Arme steigen. Ausatmen, beug dich tief. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, lauf oder spring durch dein Vinyasa. Einatmen, heraufschauender Hund. Und ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, lass das linke Bein steigen. Ausatmen, großer Schritt nach vorn zwischen deine Hände. Linke Hand an die Innenseite des linken Fußes. Einatmen, öffne dich in dein Humble Warrior, Peaceful Warrior. Spür hier die Öffnung in der Seite. Und dann streck das linke Bein durch. Schieb den Oberkörper nach links. Öffne dich, Trikonasana. Stell dir vor, hinter dir ist eine Wand oder eine Person und die hält dich. Und du lehnst dich dagegen und so sehr wollen wir uns hier öffnen. Der rechte Arm zieht gerade nach oben. Spür deine Länge hier. Dann beug langsam das linke Knie, mach einen kleinen Schritt nach vorne. Setz die linke Hand ab, komm in deinen Halbmond auf der linken Seite. Finde deine Balance. Der Atem ist tief und vollständig. Wenn du willst, kannst du noch einen Schritt weiter gehen und deinen rechten Fuß greifen. Und dich hier schön öffnen. Sehr gut. Dann beug leicht das linke Knie, mach einen Schritt nach hinten. Nimm die Füße näher zu dir heran. Füße zeigen nach außen. Und dann setz dich tief in deine Malasana, Yogi Squat. Nimm den linken Arm nach außen, lass den rechten Arm steigen, einatmen, öffne dich. Nun kannst du entweder hier bleiben oder du fädelst einmal den rechten Arm um dich herum und greifst mit dem linken Arm nach der rechten Hand. Kommst hier in einen Twist. Und falls du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, dann fädel einmal den linken Arm unter deinem Bein hindurch.
Mach einen Schritt mit rechts nach innen, komm in dein Bird of Paradise. Wo auch immer du gerade bist, kannst gerne rumspielen, probieren. Guck, was sich für dich gut anfühlt. Und wo auch immer du gerade bist, wir alle kommen zurück zum Malasana. Einmal ein paar kreisende Handbewegungen. Lass alle Spannung los aus deinen Handgelenken. Dann lauf mit dem rechten Arm nach außen, nimm den linken nach oben, öffne dich hier ganz genüsslich, mach dich lang. Dann kannst du gerne hier bleiben. Alles ist okay, du musst in kein Bird of Paradise kommen heute. Wenn du zum Beispiel auch den Twist machen möchtest, dann kannst du gerne den nehmen und weiter hier arbeiten. Ganz genüsslich atmen. Oder du fädelst einmal den rechten Arm unter dem rechten Knie durch und kommst in dein Bird of Paradise auf der anderen Seite. Atme hier tief, egal wo du gerade bist. Dann kommen wir alle langsam zurück, wieder in unsere Malasana. Dann stell deine Hände vor dir auf und setz die Finger weit auseinander, spreiz sie auseinander. Komm hier in die Krähe, Bakasana. Dann guck, ob du deine Knie unter deine Achseln setzen kannst. Vielleicht kommt ein Bein nach oben, vielleicht das andere. Spiel hier mit deiner Balance. Verlage dein Gewicht nach vorne. Wenn du hier mit dem Chaturanga Jump spielen möchtest, dann kannst du das jetzt gerne machen. Dann schießt deine Beine nach hinten. Einatmen, heraufschauender Hund. Du kannst auch gerne einfach treten. Und ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Mach den Atem ganz lang hier. Einatmen, lass das rechte Bein steigen. Ausatmen, großer Schritt nach vorne zwischen die Hände, setz das linke Knie ab. Nimm beide Hände zu deinem rechten Knie. Dann sink deine Hüfte ganz weit nach unten, soweit es für dich gut anfühlt. Atme hier tief, entspann die Schultern. Sehr gut. Dann lass einmal die linke Hand sinken, öffne dich zur Rückseite. Spür hier die Dehnung in der rechten Hüfte. Dann komm zurück zur Mitte, greif einmal deinen linken Fuß, wenn du kannst, und öffne dich hier. Lass die Hüfte weiterhin sinken. Spür die tiefe Dehnung. Sehr gut. Dann lauf einmal zurück in deinen herabschauenden Hund. Und von hier lass deine Unterarme sinken. Ellbogen kommen auf die Matte, schieb dich zurück über deine Schultern in deinen Delfin. Spür hier die Öffnung in den Schultern. Atme tief und vollständig.
Dann komm langsam wieder zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, lass das linke Bein steigen. Ausatmen, großer Schritt nach vorn zwischen die Hände. Setz das linke Knie ab, beide Hände auf das linke Knie. Dann schieb langsam deine Hüfte nach unten, entspann die Schultern. Nutze hier deinen Atem. Mit jeder Ausatmung sinkst du etwas tiefer. Zieh weiter den unteren Bauchnabel zu dir heran. Dann setz die rechte Hand ab. Öffne dich nach links und außen. Öffne hier die linke Hüfte. Spür die Dehnung. Komm zurück zur Mitte. Greif mit der linken Hand deinen rechten Fuß. Spür die Dehnung in deinem Quadrizeps. Dein Herz ist weiterhin schön offen. Dein Atem ist tief. Lass weiterhin die Hüfte sinken. Dann lass das rechte Bein los, lauf zurück in deinen herabschauenden Hund. Setz noch einmal die Ellbogen tief, schieb dich zurück aus der Kraft deiner Mitte in deinen Delfin. Press hier wirklich die Ellbogen auf die Matte, schieb dich aus deinen Schultern heraus. Atem ist ganz, ganz lang und tief. Dann setz langsam die Knie ab. Komm kurz zurück in deine Kindshaltung. Schließe einmal die Augen. Und hör deinem Atem zu. Und dann komm langsam in zum Sitzen, richte dich auf. Nimm deine Füße nach vorne, nimm dein Sitzfleisch von dir weg, mach den Rücken lang und gerade, flex deine Füße, einatmen, nimm die Arme nach oben, mit langem Rücken und einer Ausatmung beug dich nach vorne. Du musst hier nichts greifen, du kannst einfach deine Handflächen geöffnet lassen, lass den Rücken lang. Und wenn du hier oben bist, ist das okay, wenn das deine Vorbeuge für heute ist. Wenn du nach hier weiter unten kommen möchtest, ist das auch in Ordnung. Und solange sich alles in deinem unteren Rücken gut anfühlt, du tief atmest, machst du hier alles richtig. Schließ auch gerne für einen Moment deine Augen. Lass ein bisschen mehr los mit jedem Atemzug. Wo auch immer du gerade bist, nimm noch einen tiefen Atemzug ein über die Nase. Atme aus durch den Mund. Richte dich langsam wieder auf.
Kreist auch einmal die Schulter nach oben und zurück. Und dann stell die Füße auf, nimm die Arme nach vorne. Dann nimm deine Füße etwas näher zu dir heran, zieh die Schulterblätter zurück und streck ein Bein nach dem anderen nach vorne. Navasana, Bootshaltung. Dein Rücken ist lang und gerade. Spüre hier die Kraft in deiner Mitte. Dann schieb dich langsam, langsam zurück, streck die Beine und komm zum Liegen auf deiner Matte. Lauf deine Füße zu deiner Hüfte heran. Schieb mit der Einatmung deine Hüfte und deine Arme nach oben, öffne dich. Sehr gut. Mit der Ausatmung roll wieder herab, Wirbel für Wirbel. Einatmen, Arme und Hüfte steigen. Ausatmen, roll den Rücken aus. Erde hier deinen unteren Rücken auf die Matte. Einatmen, lass noch einmal alles steigen. Und ausatmen, erde dich. Dann verschränk deine Hände unter deinem Rücken. Lauf die Schulterblätter zueinander. Schieb die Hüfte nach oben. Schieb dich weg von der Matte. Atme hier tief und vollständig. Kind zieht leicht weg von deiner Brust. Dann löse langsam auf, roll dich wieder herab, Wirbel für Wirbel. Nimm einmal die Knie zusammen, lauf die Füße auseinander, leg beide Hände auf den unteren Bauch. Spür hier in deinen Atem. Und für das nächste Krama nimm die Füße wieder zueinander. Und dann stell beide Hände neben deinen Ohren auf. Die Fingerspitzen zeigen nach unten. Wir kommen in die volle Brücke. So. Und dann komm auf die Krone deines Kopfes. Mit der nächsten Einatmung schieb dich nach oben. Atme hier tief und vollständig. Du kannst gerne auf deine Zehenspitzen kommen oder die Füße näher zu dir heranlaufen. Spür hier die Öffnung in deinem Rücken. Atme tief und vollständig. Die Knie ziehen zueinander. Und dann setzt ganz langsam wieder ab, Wirbel für Wirbel, komm nach unten. Nimm die Knie noch einmal zueinander. Die Füße kommen weit auseinander. Vertiefe deinen Atem. Für unsere letzte Inversion hast du zwei Optionen. Entweder du kommst in den Schulterstand oder du nimmst einfach beide Füße nach oben und öffnest deine Handflächen Richtung Decke. Beides ist wunderbar und gut für dich. Falls du in den Schulterstand kommen möchtest, dann ist das Wichtigste, dass du bitte, bitte, bitte deinen Nacken nicht mehr bewegst, sobald du einmal deine Füße oben hast. Für den Schulterstand presst deine Hände in die Matte und dann schieb dich zurück in den Flug. Und sobald deine Füße auf dem Boden sind, beweg bitte, bitte, bitte deinen Nacken nicht mehr. Nimm eine Hand an den unteren Rücken und die andere. Und dann schieb ein Bein nach oben und dann das andere. Lauf deine Schulterblätter zueinander.
Versuch, deine Hüfte in einer Linie mit deinen Schultern zu haben. Dann atme hier ganz tief. Und auch hier strebt das Kinn leicht von deiner Brust hinweg. Wenn du wieder aus der Asana hinauskommen möchtest, beug gleich deine Knie, roll dich zurück. Guck, ob du mit den Ohren deine, mit den Knien deine Ohren zuhalten kannst. Dann press wieder die Hände in die Matte, roll dich hinab, Wirbel für Wirbel. Nimm deine Hände unter dein Gesäß, schieb dich nach oben in dein Matsyasana Fisch. Atme hier ganz tief. Lass alle Spannung aus deinem Nacken los. Zieh leicht das Kinn zur Brust und löse auf. Zieh beide Beine zu dir heran. Schaukel einmal von rechts nach links. Massiere deinen unteren Rücken. Kreuz das rechte Bein über das linke Knie, öffne deine Arme und lass dich zur linken Seite fallen. Der Blick geht über die rechte Schulter, atme tief in deinen Twist. Du wirst hier ganz weich, lass alles los. Dann komm zurück über die Mitte, kreuz das linke Bein über das rechte Knie, lass dich auf die rechte Seite fallen. Der Blick geht zur linken Hand. Schließ hier gern schon mal deine Augen und spür, wie du immer weicher wirst. Dann komm langsam zurück zur Mitte. Zieh noch einmal die Knie zu deiner Brust. Mach dich ganz klein. Schenk dir eine Umarmung. Mit der nächsten Einatmung nimm deine Nase zum Knie. Atme hier tief ein. Halte den Atem. Halte. Und halte. Noch einen kleinen Atemzug hinzu. Ausatmen durch den Mund, löse auf. Dann nimm dir jetzt gern deine Decke, mach's dir gemütlich für deine Abschlussentspannung. Lass die Hände neben dich sinken, die Handflächen zeigen nach oben. Schließ deine Augen. Spür, wie dein ganzer Körper weich und entspannt wird. Dein Geist bleibt klar und wach. Dein Atem ist natürlich. Lass dir alles los. In dein Shavasana.
Komm langsam zurück in deinen Körper. Schenk dir einen tiefen Atemzug. Fang an, den Körper wieder aufzuwecken. Kleinen Bewegungen. Streck dich gern einmal genüsslich. Dann roll langsam über deine rechte Seite. Mit geschlossenen Augen komm zurück zum Sitzen. Nimm hier noch einmal deine Hände vors Herz. Erinnere dich an deine Intention zu Beginn der Stunde. Nimm sie mit in diesen heutigen Tag. Dann bedanke dich bei dir selbst für deine heutige Yoga-Praxis. Ich bedanke mich bei dir. Namaste. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Mein Name ist Melina und ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag und bis bald.